begrüße Sie recht herzlich zu der ersten Veranstaltung, ich sage schon mal prophetisch, ersten Veranstaltung Kunst, Kitsch oder Kunst in unserem KUK, veranstaltet von der Kultur- und vom Kultur- und Veranstaltungsmanagement der Stadt Gera und bei dem ich mich ganz herzlich für diese interessante Initiative bedanken möchte. Und bedanken möchte ich mich auch schon gleich bei Ihnen allen, die hier gekommen sind, vor allen Dingen bei denen, die den Mut gehabt haben, ihre Arbeit, ihre Werke, die sie bei sich in der Sammlung haben, hier einzuliefern und sie von uns begutachten zu lassen. Bedanken möchte ich mich vor allen Dingen auch bei den Händlern und bei den Sammlern, die hier mit Ständen vertreten sind und das Ganze noch ein bisschen abrunden, noch ein bisschen interessant machen und vielleicht auch schon diesen oder jenen dazu anregen, sich selbst eine Sammlung aufzubauen und zu schauen, was ihn hier interessiert. Es sind ja wirklich viele Gäste da, sogar habe ich mir sagen lassen aus dem fernen Düsseldorf, nur weiß ich nicht, ob die vor dem Karneval geflohen ist, dann wäre sie ja hier im protestantischen Grenzgebiet zwischen Ostthüringen und Westsachsen ja sicher vor dem Karneval, wir werden sehen. Die erste Veranstaltung, die wir durchführen, ich möchte Sie jetzt schon um Nachsicht bitten, dass beim ersten Mal vielleicht noch nicht alles so klappt, obwohl sich die Mitarbeiter des Kultur- und Veranstaltungsmanagements, vor allen Dingen mit Frau Zetsche an der Spitze, unheimliche Mühe gegeben haben. Frau Zetsche ist schon seit Tagen mächtig aufgeregt und hat Lampenfieber und hofft, dass heute hier alles gut geht. Denken Sie bitte auch daran, auch wenn es so aussieht mit Bildschirm hier. Wir sind nicht vom Fernsehen, wir sind nicht so präzise ausgestattet wie bei Kunst oder Krempel und Lieb und Teuer, diese Dinge. Ein ganz kleines Team und nicht so ein Riesenapparat. Dafür sind Sie aber auch hier nicht abgewiesen worden, wie ich weiß von einigen, die ja bei Kunst und Krempel eingereicht haben und dann abgewiesen wurden. Hier sind auch keine zahllosen Spezialisten, die dann extra immer für jedes Stück sozusagen von den Fernsehgesellschaften ausgesucht werden beim Casting, die dann ganz präzise antworten können. Wir müssen hier sozusagen als Universalgelehrte auftreten und müssen uns versuchen, in allen Gebieten zu behaupten. Wir haben aber auch Hilfe hier bei den Ständen und bei den Experten, die zum Beispiel im Bereich Buch oder so hier anwesend sind, die wir dann einfach mal fragen wollen. Wir wollen Sie informieren mit dieser Veranstaltung. Wir wollen Sie aber auch ein bisschen unterhalten dabei, unterhaltend unsere Informationen weitergeben. Wir, das sind Herr Wolfgang Hennig, ein renommierter Kunstwissenschaftler und Kunsthistoriker, früher leitender Mitarbeiter am ebenso renommierten Kunstgewerbe oder Kunstgewerbemuseum hieß das damals noch, in Köpenick, Berlin-Köpenick. Und er hat mit der Wende den Sprung in die Selbstständigkeit geschafft und hat sich ein sehr bekanntes Auktionshaus, leitet ein sehr bekanntes Auktionshaus in Leipzig und ist also gerade mit diesen Dingen, die wir hier verhandeln, sicherlich bestens vertraut. Auf der anderen Seite Dr. Martin Eberle, ein Doktor mit allen Fußnoten von allen Seiten, sonst wäre er nie in Thüringen Museumsleiter geworden. Er ist der Stiftungsleiter auf Schloss Friedenstein in Gotha und ist gerade dabei, diesem ehrwürdigen Haus eine neue Frischzellenkur zu verabreichen, es sozusagen für im 21. Jahrhundert fit zu machen und modernes Museum dort aufzubauen. Ist in gewisser Weise auch schon zu einem Hoffnungsträger für die Thüringer Museumslandschaft geworden, doch, kann man schon so sagen. Mein Name ist Hans-Peter Jakobsson. Ich habe viele Jahre das Museum für angewandte Kunst im Färberschen Haus geleitet, von dem ich hoffe, dass es noch sehr lange an diesem Standort für Sie wirksam sein kann. So, dann wollen wir beginnen, würde ich sagen, nach dem alten Bibelwort, lasset die Wissensdurstigen zu uns kommen. Beginnen wir mit der ersten Dame, die sich hier vorstellen will, Frau Anita Ziewitz aus Wünschendorf mit einem Landschaftsbild mit See und Windmühle. So ist es mir jedenfalls aufgeschrieben worden. Wo kommt der See, wo ist die Windmühle? Ja, die ersten beiden sind erstmal ausgefallen. Ja, vielleicht können wir es mal ein bisschen hochhalten, so dass es sichtbar ist.
Und Sie können mal etwas dazu sagen. Wie sind Sie dazu gekommen? Der wollte es wegschmeißen und da haben Sie es gerettet. Ja. Gut, also wir werden gleich, unsere Experten sind schon ganz eifrig beim Studieren. Ja, nehmen Sie mal das, Herr Hennig, nehmen Sie mal das Mikro. Also ganz eindeutig Öl auf Holz. Und die Signatur kann man leider nicht mehr richtig lesen. Aber es scheint auch kein Maler zu sein, der besonders verzeichnet ist irgendwo. Aber es ist ein ganz stimmungsvolles Bild und es ist eindeutig Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Im lockeren Pinselstrich, sodass es ja ganz stimmungsvoll diese Atmosphäre an einem Seeufer wiedergibt. Und da kann man sich immer dran erfreuen. Es ist jetzt natürlich nun nicht die ganz große Kunst und so ganz großer Wert, aber das hat durchaus einen Wert von, sagen wir mal, circa 200 Euro. Das kann man dazu sagen und da soll man sich weiterhin immer dran erfreuen an so einem Bild. Ja. Ja, vielen Dank. Vielleicht. Ja, wie gesagt, Anfang 20. Jahrhundert. Vielen Dank für diese erste, für diesen ersten Einstieg. Jetzt machen wir gleich mit einem schwergewichtigen zweiten Objekt weiter. Ingrid Jünger aus Gera mit einer alten Bibel. Guten Tag. Vielleicht, bitte mal, vielleicht sagen Sie selber auch etwas dazu, wie Sie zu dem Stück gekommen sind. Und mein Großvater ist 1912 hier nach Gera gekommen und hat hier in der Bachgasse eine Bäckerei eröffnet. Mach dir mal ein bisschen zur Seite, das ist Wahnsinn. Ich habe auch noch ein Kärtchen davon mitgebracht. Ich weiß nicht, Herr Willmeister, ob Sie von Gera sind. Sie kennen es vielleicht, das war hier gegenüber. Ja. Und er hat gesagt, irgendwann im Krieg wäre die Bibel zu ihm gekommen und ja, wäre gegen Mehl, Brot oder andere Nahrungsmittel getauscht worden. Und war in einem sehr, sehr miesen Zustand und mein Vater hat sie in den 70er Jahren hier von einem Restaurator, Buchbindermeister, Maurer hier in Gera einigermaßen wieder herrichten lassen. Und mich würde halt interessieren, gibt es noch mehrere von den Exemplaren, ist es ja was Einzelnes oder was kann ich tun, einfach um den Zustand zu erhalten? Die liegt bei uns im Wohnzimmer so als Schmuckstück, aber vielleicht wäre es besser, sie irgendwo im Schrank zu bewahren oder ist es zu trocken? Was könnte man Gutes tun, dass sie erhalten bleibt für nachfolgende Generationen? Also ich bin Nummer 3, die Tochter bzw. der Enkel würden sie auch gern behalten. Ja, meine beiden Herren, können Sie etwas dazu sagen, Herr Hennig? Sonst können wir natürlich, wir haben hier Buchexperten, die haben sich auch angeboten, uns zu unterstützen. Vielleicht mal einen Satz dazu sagen, die Herren aus Dresden. So eine Bibel ist natürlich kein Einzelstück gewesen. Die wurden natürlich immer von den Verlegern in größeren Serien auch gedruckt und dann verkauft. Und hier haben Sie ja deutlich die Jahreszahl drauf, 1796. Und das ist auch noch tatsächlich der Originaleinband. Das ist natürlich sehr schön, dass es so gut erhalten ist und dass es Ihr Vater auch hat restaurieren lassen. Und vielleicht können tatsächlich, wie Herr Jakobsen sagte, die beiden Herren, die sich speziell jetzt mit den Büchern befassen, auch noch mal was dazu sagen. Es ist eine sehr schöne Bibel, weil sie auch eine Vielzahl von Stichen hat. Das spielt natürlich immer eine Rolle. Die einfachen waren ja dann meistens nur Text. Und hier ist natürlich eine ganze Reihe von Abbildungen dabei. Die noch aufwendigeren, die haben dann kolorierte Stiche gehabt. Aber das wurde natürlich dann noch teurer. Aber so eine Bibel konnte sich tatsächlich nun nicht jeder leisten. Die hatten dann schon Leute, wahrscheinlich betuchtes Bürgertum, die zum Beispiel solche Kaufleute wie hier im Färberschen Hause oder sowas, die hatten dann solche Bibeln zu Hause. Und man sollte natürlich, da haben sie recht, sorgsam damit umgehen, aber wie man sie jetzt am sichersten aufbewahrt, ist natürlich wichtig, dass sie trocken ist.
dass keine Feuchtigkeit rankommt. Das ist immer das Allerwichtigste bei diesen Sachen. Aber am sinnvollsten ist es vielleicht mal, einen wirklichen Papierrestaurator zu fragen, was er Ihnen vorschlagen würde, ob es in Ihren Räumen richtig aufbewahrt ist. Ne? Also wir haben jetzt gerade, kommt der Herr aus dem Buchantiquariat, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz einen Satz dazu sagen. Vielleicht können Sie das auch mitnehmen und Sie können sich direkt am Stand da noch mal etwas dazu sagen oder sich dann noch unterhalten. Also ich kann dazu natürlich nur was sagen, wenn ich mir das in Ruhe mal anschaue. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen Sie einfach mit, Sie gehen noch mal an den Stand und können Sie dann dort in aller Ruhe sich gegenseitig mal darüber unterhalten. So kurzfristig wäre einfach. Ja. Okay, machen wir es so. Machbar. Ja, gut, machen wir es so. Ja, Herr Hennig, oder wir legen es hierher. Ja. So, wir machen weiter mit D. Große, Ölbild von Rothenburg ob der Tauber, Kupferstich, Ölbild und Porzellanfiguren. Schönen guten Tag. Vielleicht können Sie mal immer so gehen, dass man die Kamera, dass die uns ein bisschen, die Kamera uns, nee, hier ist die Kamera, hinter Ihnen. Ja, da drauf. Ja, genau. Am besten hier draufstellen, ja. Ja, Rothenburg ob der Tauber ist ja schon seit langer, langer Zeit ein ganz beliebter Touristenausflugsort. Und da gab es dann immer eine ganze Reihe von Malern. Das ist kein verzeichneter Maler, sondern ein Maler gewesen, der im Hinblick auf die Touristen Gemälde geschaffen hat, die die Touristen dann kaufen konnten. Und das wird so in etwa Anfang der 1920er Jahre vielleicht entstanden sein, das Bild. Und das haben sich vielleicht jemand von Ihren Verwandten oder wo hatten Sie es her? Da hat es vielleicht von den Verwandten dieser alten Dame mal jemand aus Rothenburg mitgebracht. Und das ist natürlich ein schönes Erinnerungsstück an Rothenburg ob der Tauber und ist ganz dekorativ. Aber es hätte jetzt nun nicht einen besonders hohen Wert. Nur den Liebhaberwert. Nur den Liebhaberwert und einen ideellen Wert. Ja, ja. Also wenn bei Ihnen Feuer ausbrechen würde und die Versicherung würde schreien, also wenn Sie da 150 Euro angeben, da sind Sie dann schon gut. Ja. Ja, Sie haben aber noch weitere Objekte mitgebracht. Ja, müssen wir noch mal ein bisschen, können wir auch wieder mit hinstellen dort. Das ist der Stich. Ja. Nee, Kupferstich bestimmt nicht. Wenn, dann ist es ein Stahlstich, nehme ich an. Wenn es nicht ein Lito ist. Also das handelt sich hier um einen Holzriss, mehr oder minder. Das sind sozusagen die Vorläufer gewesen von moderneren Druckverfahren, also Ende des 19. Jahrhunderts. Und diese Odalisken da im Bade, diese nackten Damen, das war natürlich auch so etwas leicht Erotisches, was dann die Herren sich gerne ins Arbeitszimmer gehängt haben. Es ist aber jetzt nicht von einem besonders hohen Wert. Diese Holzrisse bekommen Sie heute so bei einer Auktion vielleicht für 40, 50 Euro. Es war hier also wirklich ein Vorläufer, der, wie ich schon gesagt, der Drucktechniken. Für lange Jahre war das die Möglichkeit, Massenauflagen zu drucken.
Also auch um die Jahrhundertwende herum, ja, ja. Also noch im 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Ja. Also der Rahmen ist, auch wenn er schon ein bisschen bestoßen ist, das bessere Stück. Das bessere Stück. Das bessere als Stück. Als Stück. Ja. Ah. Dankeschön. Das kann man hier ja gar nicht sehen. Ist es signiert? Nehmen Sie es mal, bitte. Das Bild habe ich von meinen Großeltern geerbt, und zwar sind die in Burg bei Magdeburg verstorben. Und zur Entrümpelung habe ich das noch im Dachboden gefunden. Und hängt jetzt bei Ihnen, und das zur Erinnerung an ja, Ihre genau Großeltern. So es, ja. Ja, wer will was sagen? Herr Sie sonst? Ja, das ist auch wieder, ich sage mal, ein stimmungsvolles Bild, das hier gemalt wurde, mit einem dramatischen Himmel. Und der steht ein bisschen zum Kontrast zu dieser ganz doch sehr geradlinigen Landschaftsdarstellung, also mit diesem Bach, an dem dann auch diese Reitergesellschaft vorbei reitet. Es ist signiert, ist aber auch kein Maler, den man jetzt, keiner von denen, die man so nachgucken kann. Ist wie gesagt ein stimmungsvolles, schönes Bild, auch wahrscheinlich so um 1900 bis 1920, so in dem Zeitraum ist das entstanden. Also sehr dekorativ, aber keinen großen Wert, nee, aber Sie haben auch eine wunderbare Geschichte, das ist auch, finde ich, sehr ein schöner Rahmen auch mit dabei, der auch wunderbar zu dem Bild passt, das ist immer wunderbar dann. Das ist mit Sicherheit, ja, ja, der Rahmen ist zu diesem Bild entstanden. Ja, kommen wir gleich noch zu Ihrem letzten Stücken, wenn ich so richtig jetzt im Bilde bin, zwei Porzellanfiguren, ungemarkt, ganz in der Tradition der thüringischen figürlichen Keramiken, auch relativ spät, ich würde sagen, also Ende des 19. Jahrhunderts, da hatte ja gerade diese, ist auch hier, sehe ich gerade, restauriert, der Arm ist geklebt, hier an das, am Ellbogen sozusagen ist der Arm geklebt. Ich denke auch, dass dieser Strick hier nicht unbedingt original ist. In einer großen Auflage, fast in allen thüringischen Manufakturen, hätte in Roschitz entstehen können, hier in Gera, das, bitte? Kommt aus Thüringen, vermutlich, aber es hat auch in vielen anderen Manufakturen sind solche Produkte Ende des 19. Jahrhunderts in riesen Auflagen gemacht worden. Es war mal eine Zeit lang um den Ersten Weltkrieg herum, vor dem Ersten Weltkrieg, nachher im Weltkrieg wandelten die sich meist zu heroischen Soldatendarstellungen, die dann ungefähr genauso aussahen. Denke mal, das ist also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, die sind über Jahre hinweg, sind diese Ausformungen gemacht worden. Vieles ist in den Export nach USA gegangen, könnte also auch, da ist es noch länger genommen worden, könnte also auch noch aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts stehen. Es ist nicht signiert. Ich sehe, es ist auch ein Hochzeitsgeschenk gewesen. Also gut bewahren und sich daran erinnern. Der Wert, Herr Hennig, das sagen Sie, Sie haben sowas offen. Der Wert ist nicht besonders hoch. Also wenn Sie jetzt 100, bitte? Wenn Sie mal runterfällt, dann da brauchen Sie keine Tränen zu vergießen. Das wären vielleicht dann so 100 Euro insgesamt. Ne? Gut. Ja, bitte. Bitte. Jetzt kommt die Frau Hannelore Krämer mit einem Porzellanservice, einer Kanne, einer rechteckigen Platte und einem Gemälde. Ja, stellen Sie sie hier hin, dann haben Sie sie wunderbar im Bild. Ist klar. Und Sie sind dazu gekommen? Das ist ein Erbstück von der Schwiegermutter. Die hat das als junge Frau bekommen von ihrem Freund, der Seefahrer war. Ja, bei dem Servi würde ich denken, das ist also ein Stück, das ist ja auch gemarkt mit einer chinesischen Marke. Ich denke mal, das ist aus dieser Zeit, im Ende des 19., wahrscheinlich aber Produktion dann schon im 20. Jahrhundert, das also in Riesenmengen für den Export nach Europa gemacht worden ist. Das chinesische Porzellan oder das asiatische Porzellan im Allgemeinen ist in seiner Grundhaltung wesentlich weniger dekorativ und wesentlich weniger mit einer Überfülle von Dekorationsstücken und Applikationen und so weiter versehen, ist wesentlich schlichter. Der europäische Markt war eben auf solche
Vergoldung und solche Dinge aus. Als es dann, also als sich Asien, Europa öffnete um 1870 herum, 60, 70 herum, schwappte das in großen Mengen über und ist über Jahrzehnte, da gab es extra Manufakturen auch in China, die nichts weiter als für den Export gearbeitet haben. Die sind also in Riesenmengen auf den Markt gekommen. Der Wert, den muss Herr Hennig sagen, aber ich würde sagen, der liegt auch nicht viel höher wie bei maximal 100 Euro für solch einen Service, würde ich, einen, naja, würde das ich mir ist, vorstellen. Dieses Service ist ja hier wirklich sehr gut erhalten. Es ist wahrscheinlich auch nie benutzt worden, wahrscheinlich immer nur als Vitrinenstück. Und es gibt schlichtere, die nicht so aufwendig mit Vergoldung sind. Und bei diesem für 6 Personen kann man durchaus sagen, so ein Versicherungswert von ungefähr 200 Euro. 200 Euro, dann schon. Okay. Ein wirkliches Prachtstück ist allerdings die scheinbar so unscheinbare kleine Walzenkanne. Mal zeigen, die ist wirklich, gehört zu dem, muss ich mal sagen, zu den schönsten Stücken, die wir hier im Porzellan in diesem ersten Sendung haben. Eine typische Walzenkanne, also auch aus, und ist ja noch aus der Frühzeit des thüringischen Porzellans 1803. Hier haben wir das große Glück, dass sie also auch noch mit einem Schleifenkranz mit Widmung versehen ist, 1803. Also wenn man davon ausgeht, 1760, die Nacherfindung sozusagen des Porzellans in Thüringen von Macheleit, Hammann und Greiner, ist es also noch ein relativ junges Stück. Diese Form, diese Walzenform ist in fast allen Thüringer Manufakturen in diesen Jahren gemacht worden. Die könnte also aus Gotha stammen, die könnte aus Ilmenau sein. Aus Gera würde ich glauben, würde ich nicht annehmen, dass sie aus Gera ist. Signiert ist sie auch, aber mit einer... Ich habe also alles durchgeguckt, es muss eine Malersignatur sein, also das Zeichen des Malers. Ansonsten ist sie dann eben ungemarkt. Aber das ist wirklich ein sehr seltenes und ein sehr gut erhaltenes Stück. Herr Hennig, zum Preis sagen Sie wieder etwas zum Wert. Naja, die Kanne wurde offensichtlich zur Hochzeit von Melchior Gattermann und Justina Gattermann von Christina Kruschwitzin geschenkt. Und die Thüringer Porzellane sind ja inzwischen auch wieder, möchte ich mal fast so sagen, in Mode gekommen. Eine ganze Zeit lang war es ja nun nicht so. Aber so eine Kanne hat durchaus einen Wert von ungefähr 300 Euro. Also das ist, denke ich, für das Stück also schon mehr, recht. Also mehr als das prachtvolle Service. Ja, ja, ja. Dieses Schälchen, ja, die ist dann, das dürfte in der Zeit etwas später sein. Hier ist auch, nach meiner Auffassung, das habe ich jetzt, da hatten wir das Foto mit der Signatur nicht zur Verfügung, aber wenn ich das so sehe, würde ich es auch für die Malersignatur halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das Zeichen, die Marke der Firma ist. Müsste man eventuell nochmal nachschauen. Nee, das ist die Dekorbezeichnung. Oder die Dekor. Ah ja, dann ist es die Dekorbezeichnung. Also das heißt. So, jetzt hat man, also man hat dann nach Listen gearbeitet, da waren die Dekore verzeichnet und dann haben die bei der Produktion wurde also bei dem Verkauf wurde gesagt, so und so viel Stück Dekor Victoria und dann haben die Maler danach gemalt. Es ist kein Schiebebild, es ist noch Malerei, aber ich denke mal, also etwas älter, etwas jünger wie diese Schale, aber wie diese Kanne, aber auch das ist auch ein sehr schönes Stück, das sich lohnt unbedingt im Familien. Im guten Schrank gut gesichert aufzuheben. Ja, es ist offensichtlich ist das Teil einer Toilettengarnitur. Ja, das sicherlich, ja. Ja. Da also gehören noch mal mehr Teile und, dazu. Ja, 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 stimmt. Teil einer Toilette. Das ist das Einzige, was eben halt übrig geblieben ist. Ja. So, jetzt hatten Sie noch ein Bild, ne? Ach so, gut, okay. Jetzt haben wir Herrn Matthias Stier, Badertor in Rothenburg und das Porzellangedeck. Das sind 2 Personen. Schönen guten Tag. Ja, Sie sagen vielleicht auch kurz etwas zu den Stücken. Also schönen guten Tag auch. Also dieses Bild habe ich von meiner Oma geerbt. In dem Zustand, wie es auch damals schon war, habe ich das jahrelang bei mir in der Wohnung gehabt. Ich kann nichts dazu weiter sagen. Ja, ich weiß nur, dass in Rothenburg das genauso aussieht. Ich habe mir das Ding extra angeguckt. Ja, ein weiteres klassisches Bild davon. Ja, es ist ganz eindeutig wieder so ein Souvenirbild aus Rothenburg, allerdings dann noch mit einer historisierenden Szene, wie die Postkutsche in der Stadt einfährt und die Besucher von Rothenburg aussteigen. Also auch wieder so ein
Souvenirbild, was man den Leuten damals in großer Anzahl in Rothenburg verkauft hat und die es dann also zur Erinnerung mit nach Hause genommen haben. Auch wieder ein Wert so in etwa um die 100 Euro. Ja, dann haben wir noch hier das Teeservi für zwei Personen. Das ist sehr schön erhalten, ein sehr schönes Stück, komplett erhalten, auch auf dem Tablett. Die Signatur, der Bienenkorb, ist das Zeichen der Firma Erdmann Schlegelmilch aus Suhl. Ist also bei Erdmann Schlegelmilch, das ist so eine typische Gründung aus der, sagen wir mal, aus der Frühzeit der thüringischen Porzellane heraus. Also die Firma Schlegelmilch, die hatte zunächst einen Eisenhammer, hat sich also mit Walz, hat Eisen gewalzt, mit der Eisenproduktion befasst, hatte auch ein Bergwerk. Und als das dann nicht mehr so richtig lief, dann hat man ganz schnell, das war ja früher unter den Unternehmern sehr schnell so üblich, dann ist man zu dem übergesprungen, was jetzt gerade Geld versprach. Das war also in dem Falle das Porzellan. Hat in die Hammermühle rein, in einen Teil der Hammermühle, ein Porzellanwerk, also eine Porzellanmanufaktur eingebaut und hat dort erstmal der Sohn des Erdmann Schlegelmilch, der hat das geleitet, der kam von der Kunstakademie in Düsseldorf, hat also erst versucht, Kunst zu machen. Na, wir wissen, Kunst verkauft sich schlechter wie Gebrauchsgegenstände und ist dann sehr bald übergeschwenkt und hat also alles, was man so in Thüringen an Gebrauchsporzellan herstellte, auch in seine Produktion aufgenommen. Das war dann recht erfolgreich. Hier handelt es sich schon um ein Service, das mit Schiebebildern dekoriert ist, das heißt also nicht mehr handgemalt ist. Die Schiebebilder kamen auf nach Erfindung der Lithografie, weil es also als Druckverfahren möglich war, wesentlich billiger, wesentlich rationeller und schneller und präziser auch letztendlich, wenn man so will, die Stücke zu dekorieren. Die Form ist eine Form, die so gängig gewesen ist, eigentlich im ganzen 19. Jahrhundert taucht schon zum Beispiel in Gera auch eine ähnliche Form, auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts in Gera auf oder anderswo auf. Ähnlich wie die Walzenform zieht sich durch fast alle thüringischen Manufakturen durch. Man darf die ging bis 1937, glaube ich, 1937 oder 35. Dann durch den Ersten Weltkrieg ging es auch mit der Produktion abwärts und 35 oder 37 haben sie dann den Betrieb aufgegeben. Man darf die Firma nicht verwechseln mit einer anderen Firma Schlegelmilch in Suhl, die ebenfalls Porzellan gemacht hat, die aber mit dieser Firma nichts zu tun hatte. Das Signet ist also der Bienenkorb, daran ist es gut zu erkennen. Aus Suhl. Das ist zwischen 1891 und 1896 produziert. In der Zeit wurde diese Marke angewendet. Nach 1896 hat Schlegel mich mit einer anderen Marke gemarkt. Also es ist ein sehr hübsches Déjeuner und das hat so in circa einen Wert von 150 Euro. Jetzt haben wir Frau Gabi Brock, Ölgemälde, die versalzene Suppe. Na. Also hier handelt es sich ganz eindeutig um einen lokalen thüringischen Maler, der in Anlehnung an holländische Genreszenen, die also im Ende des 19. Jahrhunderts und bis in die 30er Jahre rein ganz beliebt waren, so etwas geschaffen hat, wo also diese Familie, diese Bauernfamilie, am Tisch sitzt mit, wo selbst die Hühner noch neben den Kindern in ihrem Futter herumpicken. Und so eine Genreszene war häufig bei den, ich würde mal sagen, es stammt wahrscheinlich auch aus dem Besitz einer bäuerlichen Familie. Das hing dann in der guten Stube und war dann das dekorative Bild über dem Sofa. Und es ist ein, würde ich mal sagen, ein interessantes oder hübsches Erinnerungsstück. Wo haben Sie es überhaupt her? Sie haben das voriges Jahr gekauft. Es ist allerdings ein Gemälde, was jetzt auch nicht den hohen künstlerischen Wert verkörpert, sondern es ist mehr oder minder ein rein dekoratives Stück. Wenn man mit 180 Euro war das in Ordnung, war ja der Rahmen ist ja hier auch sehr schön und gut erhalten, zumal man es ja offensichtlich hatte 1977 noch restaurieren lassen, das Bild. Ja, vielen Dank.
Jetzt kommt Frau Körner-Enders mit einigen Stücken. Vielleicht nehmen Sie auch mal das Mikro und sagen ein paar Sätze dazu. Das ist die berühmte Kaviarkugel. Ja. Das gehört nicht hier rein. Na gut, also ich würde gerne mal mit dem Schmuck beginnen. Also der gehört meiner Tochter. Und zwar war das ein Stück für ihre Schulausbildung zur Beendigung. Da haben wir das über ein Antiquariat erworben. Und da würde uns ganz einfach interessieren, aus welchem Material ist das und wie alt ist das? Ja. Können Sie mal ein bisschen die Kamera... Ja, es ist ganz eindeutig eine Kette, die die Touristen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus Italien mitgebracht haben. Es ist eindeutig eine Murano-Kette aus verschiedenfarbigem Glas, in dieser aufwendigen Millefiori-Technik verarbeitet. Die italienischen Glasmacher sind ja berühmt dafür gewesen. Und aus dieser Richtung kommt diese Kette ganz eindeutig. Es ist also wirklich ein ganz hübsches Murano-Stück. Was hat es denn etwa für einen Wert? Denn ich weiß ja, was ich dafür bezahlt habe, als ich mein Kind gekauft habe zum Schulabschluss. Also das lag 2 Jahre in den Schaufenstern. Ja, aber da hätte man in etwa vielleicht so um die 100 Euro. Dann haben wir gut gekauft. Ja. Dann haben wir es sehr gut gekauft. Und Ihre Kaviardose ist natürlich das... Stimmt hier nicht. Der innere Glaseinsatz ist verloren gegangen. Da hat man dann mal irgendwas anders reingemacht. Und es ist aber von Leuten auch noch häufig als Butterdose verwendet worden und nicht als Kaviardose. Und ich würde eher denken, dass es für einen einfacheren Haushalt als Butterdose gedacht war. Hier gehörte also der passende Glaseinsatz hinein, denn Kaviar hat man dann in edlerem Material serviert. Ja, das war der teure Kaviar wird nicht in so einer einfachen Metalllegierung auf die Tafel gebracht. Ne? Und das ist also zur Jahrhundertwende, um 1900 entstanden. Und diese Dinge konnte man da auch in allen Kaufhäusern kaufen. Das war jetzt nicht besonders hochwertig oder so. Und heute ist es natürlich auch leider so, es ist nicht vollständig und das macht natürlich sehr viel aus. Also, ja, weil ich das direkt so in Wiesen zusammen auch erworben habe und ich habe auch dazu die Butterdose. Ja. Muss ich jetzt dazu sagen. Ja. Gleiche Design, aber viereckig, wo man direkt Butter unterbringen kann und auch nochmal für Marmelade und Honig auch die zugehörigen Teile. Aber das gehört alles gar nicht hier rein. Nee, ich sag nur, ich habe ja. Ganz ja, ja. Und da, das ist dann nicht ganz so original, aber wie gesagt, das ist jetzt kein besonders hoher Wert, vielleicht 5 Euro. Bernd Sörgel mit einer mit Porzellan- und Bronzefiguren. Das habe ich gedacht, das macht der Herr Hennig. Nee, das, die ist ja Zinkus. Ja, also zu der Figur muss man sagen, klar, zeigt einen antiken Krieger, gehört zu diesen Dingen um die Jahrhundertwende, um 1890 bis 1910, liebte es man, seinen Haushalt sehr prachtvoll zu gestalten, kopierte natürlich auch die großen fürstlichen Höfe, was dort so stand, und dort sammelte man von alters her Bronzen. In dem Fall ist es aber kein Bronzeguss, sondern ein Zinkguss, ein einfacheres Verfahren, die man dann anschließend bronziert hat, das sollte aussehen wie Bronze, und aufgestellt hat. Ja, an sich schon sehr dekorativ, sehr bewegt auch in der Haltung. Diese Signatur ist eben im Zinkguss auch schon mit angelegt gewesen, also ist nicht unmittelbar wirklich aus einer Künstlerwerkstätte, sondern das war schon... ja, dekorative Massenware in Anführungsstrichen. Also in dem Falle aber finde ich sehr, sehr bewegt. Das ist eigentlich das sehr Schöne daran. Zum Wert? Naja, diese antiken Krieger tauchen in großer Zahl auf, sowohl in Bronze als auch in Zinkus. Hier ist ja nun
das Negativum, der Riss im, im Sockel, also wenn Sie da so 80 bis 100 Euro einen höheren Wert, verkörpert es nicht. Aber das wäre so in etwa. Ah, dann haben wir es hier, die Porzellanfigur, vielleicht hier das Schild noch, nicht vergessen. Von Heinz, der trinkende Knabe von Heinz Schaubach, ein Entwurf des Porzellangestalters Karl Steiner. Schaubach war früher in Wallendorf tätig gewesen bei der Frau Reut AG und als diese pleite ging, hat er sich selbstständig gemacht. Und hat dann auch mehrere Standorte in Thüringen gehabt, wo er produziert hat. Die Figuren sind nicht so lange im Programm gewesen, was den meisten von Schaubach Kunst, wie sie sich dann genannt haben, bekannt gewesen sein dürfte. Die haben auch noch zu DDR-Zeiten weiter produziert. Das sind die Vasen mit farbigem Fond und so leichten Reliefgold, so einem floralen oder Plattendekor. Die kriegen wir heute auch noch. Das war also das Charakteristische für ihn. Aber das ist eine ganz hübsche frühe Figur in Biskuit-Porzellan. Und die hat durchaus so einen Wert von um die 200 Euro. Ja, dann haben wir es hier noch mit dem, noch mit einer Porzellanfigur zusammen, die ist gar nicht weit davon entfernt. Sitzendorfer Porzellanmanufaktur laut der Signatur dürfte, ist auch über sehr, sehr lange Zeit produziert worden, bis in die DDR-Zeit hinein sind diese Dinge von Herrn Rebenack produziert worden in dem Werk. Sehr viel davon in den Export, vor allen Dingen in den Überseeexport gegangen. Das dürfte allerdings eine etwas frühere Figur sein, würde ich sagen, als eben die aus der DDR-Zeit. Die waren dann auch noch ein bisschen aufwendiger gemacht. Relativ frühes Stück. Preis, Wert? Ja, die Figur ist ja ganz witzig, aber kann man durchaus sagen, so um die 150 bis 180 Euro. Dann haben wir noch das Bild. Da müsst ihr eher, wer möchte das zum... Wenn wir es vielleicht wieder auf die, kurz auf die Staffelei stellen. Auch wieder ein sehr interessanter Rahmen mit Jugendstil, Metall-Ecken. Vom Bild her sicherlich weniger interessant wieder als der Rahmen, würde ich fast sagen. Ja, genau, das ist es. Es ist sicherlich für einen Yachtfreund gemalt worden. Die Signatur kann man auch gar nicht richtig lesen. Also ein Hirsch in der Brunstzeit. Aber es hat einen sehr schönen Jugendstilrahmen mit Leder und Metallapplikationen. Also es ist jetzt, da der Rahmen leider schon etwas abgegriffen ist, aber Sie können so als Versicherungswert immer noch so um die 100 Euro denken bei dem Gemälde. Dann haben wir hier noch eine kleine Meißner-Vase, Herr Hennig, Sie sind gerade so schön... dabei und das ist ja, ach nee, das ist Ilmenau, das ist Henneberg, ja, Entschuldigung. Nein, das ist kein Meißen, sondern das ist Henneberg. Mit dem Ming-Drachen drauf, das haben ja die verschiedensten Firmen dann auch an den Erfolg von Meißen angeknüpft und nachgemacht und das, wie gesagt, Ilmenau, Graf Henneberg. Noch, ja, aber der Witz ist dabei dann, dass sie eben dann noch, das war es, ein Modell Tirol, und ist mit einer Meißner Handmalerei versehen von einem Maler, der in Meißen tätig war. Mhm. Und es gab ja dann neben der Manufaktur in Meißen zu DDR-Zeiten auch noch die PGH, die Produktionsgenossenschaft. Und die haben wirklich eine ganze Reihe von guten Malern vereinigt gehabt. Und die haben teilweise, muss man sagen, besser gemalt als die Maler der Manufaktur. Mhm. Aber das ist jetzt keine Vase von besonders hohem Wert, so um die 10 Euro herum. Ja, damit sind wir, glaube ich, bei Ihnen durch. Vielen Dank. Ein Porträt, Bleistift Kohle, das ist vermutlich der Soldat, der Offizier aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist der Opa, der eigene. Der ist 33 gestorben und ich bin 35 gekommen. Also wir kennen uns eigentlich nicht. Und das Bild... habe ich bei meiner Cousine auf dem Dachboden gefunden und habe gedacht, das ist eine günstige Sache. Vielleicht war der Maler auch ein Zeitgenosse von Otto Dix und möglicherweise kann man vom künstlerischen Wert her da eine Nähe feststellen.
Ja. Ja, also die Zeit ist sicherlich ungefähr richtig. Also es ist ein Bild aus dem Ersten Weltkrieg. Man hat ja damals, die Künstler sind ja auch, wie Dix und andere ja auch, sind ja eingezogen worden im Krieg. Und es gibt eine Vielzahl von solchen Bildern, wo Künstler im Krieg ihre Kameraden gemalt haben. Die Künstler, die eingezogen waren, haben wirklich im Krieg, wenn sie die Möglichkeiten hatten, ungeheuer viel gezeichnet. Das, also von vielen, das muss nicht Dix gewesen sein, das sind akademische Maler gewesen, die dann Landschaften gezeichnet haben, die ihre Kameraden gezeichnet haben, vielleicht auch mal für ein paar Zigaretten und für eine Ration oder aber einfach auch zur Erholung im Schützengraben oder in der Etappe, um sich einfach zu regenerieren. Es gibt unwahrscheinlich viele wirklich qualitätvolle Zeichnungen, Landschaften, vor allen Dingen Dörfer und so weiter, wo die Leute in den Ländern, in denen sie gewesen sind im Krieg, die sie da hinterlassen haben, in die würde ich das einreihen. Ein akademischer Maler, sehr guter Porträtist, durchgearbeitet, sehr ordentlich, sehr klar von der Struktur her, vom ganzen Bildaufbau her, ganz sicherer akademischer Maler. Und den Herrn Hartmann, oder der Herr Horn ist es, ne? Ja, Otto Horn. Er ist ja auch in Leipzig an der Akademie ausgebildet worden und war dann überwiegend als Grafiker mehr oder minder tätig, nicht mehr so als Maler, sondern hat im grafischen Bereich gewirkt. Und leider verlieren sich dann seine Spuren. Es ist nichts weiter bekannt, ob er dann im Zweiten Weltkrieg irgendwo verloren gegangen ist oder was. Also da ließ sich nichts herausbekommen. Das ist eben das, was bekannt ist, dass er dann diese Monatsschrift Offset Buch und Werbekunst geleitet hat, dass er da tätig war in Leipzig. Aber mehr kann man auch über ihn nicht sagen. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Malern, wo man wenigstens das Geburtsdatum hat, wie bei ihm hier auch 1887 in Leipzig geboren, und dann verliert sich manchmal die Spur des Künstlers, und so ist es auch bei ihm. Aber es ist jetzt eine ganz stimmungsvolle Aufnahme von ihrem Großvater im Ersten Weltkrieg mit leicht melancholischem Blick, und so eine Kohlezeichnung, ja, der Wert ist dann so um die 100 Euro anzusetzen. Aber der ideelle Wert für Sie ist sicherlich höher. Das ist natürlich, wird natürlich immer ein Erinnerungsstück bleiben in der Familie. Das ist natürlich ganz wichtig. Gut. Ja. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Familie Bude mit einem alten Buch. Guten Tag. Vielleicht sagen Sie auch was dazu, wie Sie dazu gekommen sind, was es für Sie bedeutet. Das ist ein altes Erbstück. Ja, und das ist ein Sammelband, ein Teil Augsburgische Konfession von 1555 in Wittenberg gedruckt von einem Schüler von Herrn Luft. Und der zweite Teil ist die Kirchenordnung. Also 1555, das ist schon ein recht beachtliches, frühes Druckwerk. Vielleicht, also auch, haben Sie schon Kontakt aufgenommen? Ja. Sie haben ja vorhin auch diese große, aufwendige Bibel gehabt, und haben Sie ja gesehen, die ist ja dann schon wieder über 200 Jahre später entstanden. Mhm. Und so eine kirchliche Schrift aus dem Jahre 1555 ist natürlich was Besonderes und passt in jede historische Bibliothek. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Natürlich muss man dazu sagen, so eine Papierrestaurierung ist auch nicht ganz so preisgünstig. Das muss man sich dann mit dem Restaurator vorher genau absprechen, dass man dann nicht hinterher ein Schrecken bekommt. Denn da werden Sie auch, wenn Sie sich da mal mit so einem Papierrestaurator unterhalten, da können Sie dann auch mal erfahren, das Beispiel ist ja die Weimarer Bibliothek, was da für Aufwände nötig sind und wie teuer dann eine solche Papierrestaurierung kommt. Gut. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Bitteschön. Wir kommen zur Familie Neumann mit vier Bildern. Genau. Ja, ich fange mal hier an. Das ist wirklich ein kleines, sehr schönes Bild, auch so in der Zeit um 1900 gemalt. Kurioserweise, schönerweise, es ist erstmal eine Skizze.
Also wir schwärmen immer davon, wenn ein Bild nicht zu Ende gemalt ist, sondern wenn erstmal eine Skizze angelegt wird. Das ist auch dieses hier. Also der Künstler hat eine Impression, die er relativ schnell malt. Und er hat es in dem Fall auch sehr spontan gemalt. Das sieht man nämlich rückseitig. Es ist der Deckel einer Zigarrenkiste, die er als Malgrundlage verwendet hat. Ja, also wirklich, ich finde ein sehr schönes Bild. Das könnte man sich durchaus mal reinigen lassen. Die anderen beiden sind von demselben Autoren, ein signiert, aber man müsste jetzt, wir hatten auch keine Gelegenheit, die Signatur zu sehen und dann mal im Vollmer nachschauen zu können. Ja. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich von einem aristokratischen Dilettanten gemalt. Da haben ja viele, die hatten ja häufig genügend Freizeit. Die Damen haben häufig in ihrer Freizeit dann Bilder gemalt und gerade solche kleinen Sachen passen dann natürlich ganz gut dazu. Auch hier ist es so, der Erhaltungszustand ist nicht ganz so gut. Man müsste da unbedingt mal was machen, bevor die Farbe weiter abblättert. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil die Sachen ja ganz hübsch sind. Der Wert pro Stück um die 100 Euro. Dann haben wir noch das Große. Ja, obwohl es sich hier nur um, wie man so schön sagt, um ein Aquarell handelt, also nicht um ein Ölgemälde. Es ist aber ein sehr schönes Aquarell von einer französischen Malerin, von Madeleine Jean Lemaire. Und sie hat eine Vielzahl solcher Aquarelle gemalt, stimmungsvolle Darstellungen mit Blumen, Früchten, wie hier mit Erdbeeren und Rosen zusammen. So wirklich sehr schön. Es ist so, man muss natürlich bei Aquarellen sehr aufpassen, wo man sie hängen hat. Die dürfen nicht zu viel Tageslicht bekommen. Und bei diesen würde ich es natürlich besonders empfehlen, denn ihre Bilder, die sind eigentlich in Paris sehr gefragt. Also da kommt es schon vor, dass so ein Aquarell von ihr für 3.000 Euro verkauft wird. Also auf das Bild sollten Sie gut achten und es in Ehren halten und möglichst vor Licht geschützt aufhängen. Sehen Sie, in der Gartenlaube, da würde ich es lieber rausnehmen und würde es dann an einem anderen Ort aufbewahren. Auch wieder nicht zu hell und nicht zu trocken, damit es jetzt nicht noch Schaden nimmt durch den Wechsel von der Gartenlaube in die Wohnung. Genau, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja, sehr schön. Bitte schön.